Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute mal wieder einer weiteren Karriere und zwar, ihr seht es oben, mit dem Hamburger Sportverein, bei dem allerdings jetzt gerade kein einziger Spieler des HSV mehr spielt. Ich glaube zumindest, dass alle mittlerweile den Verein verlassen haben. Genau, wir haben alles eigentlich sehr, sehr alte und gebrechliche Spieler. Basakli verletzt, Terry verletzt, dann haben wir hier noch Luisao und alles Spieler, die eigentlich 35 oder älter sein sollten. Ich glaube, David Villa ist der Jüngste mit 35 gerade und der hat 5 Sterne Weakfoot und 4 Sterne Skills. Das wusste ich gar nicht. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Aber wir haben alles sehr, sehr alte Spieler und zwar bauen wir wieder ein kleines Experiment auf, was ihr mir in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Und zwar seht ihr, es sind alles sehr, sehr alte Spieler am Start. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn deren Karriere beendet wird? Was passiert dann mit unserer Mannschaft? Kriegen wir da neue Spieler rein? Oder was passiert? Das ist das Experiment, was ihr gerne sehen wolltet. Und ich habe das Ganze jetzt simuliert. Ihr seht, wir sind noch in der ersten Saison. Und ich habe mir dann mal so angeschaut. Die Verträge, die gehen alle noch ein bisschen länger. Ich habe auch bei den meisten Spielern den Vertrag verlängert. Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht man es hier nicht mehr. Aber ich hatte eigentlich bei allen nochmal um ein Jahr verlängert. Denn das wollten die auch alle machen. Ein Jahr Verlängerung wäre bei allen drin gewesen. Aber irgendwie hatten die nachher einen langen Vertrag. Aber haben uns trotzdem verlassen. Das war irgendwie ein kleiner Bug. Ein bisschen unlogisch. Ich weiß nicht, was da los war. Falls euch das Ganze hier gefällt, würde ich mich übrigens riesig wieder über einen Daumen nach oben. Vielleicht knacken wir erneut die 500 Likes. Das wäre einfach phänomenal, denn das ist in letzter Zeit wirklich bei euch möglich. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich in letzter Zeit so großartig unterstützt. Und uns fehlen jetzt auch nur noch 750 Abos ungefähr bis zu den 25.000 Abonnenten. Und demnach auch der Facecam. Und was ich auch nochmal sagen kann, vielleicht wird heute Abend gestreamt. Ich kann es nicht hundertprozentig versprechen, aber bereitet euch auf jeden Fall darauf vor. Heute Abend könnte es sein, dass ich dann meinen Stream einfach mal anschmeiße und wir vielleicht mit einer kleinen Streaming-Karriere starten. Müssen wir einfach mal schauen, ob das Ganze so passt und ob ich hier alle Einstellungen so hinkriege, wie ich das Ganze haben möchte. Wenn ja, sollten wir das Ganze hinkriegen, beziehungsweise sollte ich das Ganze hinkriegen, dann wird heute Abend vielleicht der Stream angemacht. Pillow einfach mal mit einem 6-Jahres-Vertrag, will noch Fußball spielen, bis er 44 ist. Dann mal viel Spaß, Pirlo, hat eine 79, ich bin gespannt, wie weit er unten ist, wenn er 6 Jahre weiter gespielt hat. Aber ihr seht hier, es laufen auf jeden Fall ein paar Verträge aus. Wir können mal schauen, wie viele Verträge wir dann noch haben, wenn die ganzen anderen Verträge ausgelaufen sind. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Verträge hätten wir dann nur noch. Und wir können diese Verträge jetzt verlängern, beziehungsweise wir müssen die verlängern. Die sind sogar schon um ein Jahr verlängert. Das heißt, die laufen jetzt gar nicht nach dieser Saison aus. Das war schon ein Fehler von mir. Die laufen erst in einem Jahr aus. Das heißt, jetzt, wenn ich das Ganze simulieren sollte, sollte kein einziger Vertrag auslaufen, da, wie gesagt, alle Verträge verlängert wurden. Und sonst wird da jetzt stehen, der Vertrag läuft in einem Monat aus. Das steht nirgendwo. Wir können jetzt noch einmal kurz stoppen. Und zwar kann ich euch zeigen, dass ein paar Spieler schon gesagt haben, sie beenden diese Karriere nach ihrem Vertrag. Ihr seht das hier, Buffon, Terry, Evra, Hilton, Ignacevic, wie auch immer er ausgesprochen wird, Crouch und Bonera, die wollen alle nach dem Vertrag ihre Karriere beenden. Totti hat einfach schon einen Marktwert von 0 Euro. Das ist auch nicht schlecht, kein Marktwert mehr und hier hat auch irgendjemand noch einen Marktwert von 400.000. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr niedrige Marktwerte. Mich interessiert auf jeden Fall, was für einen Marktwert, wo haben wir ihn denn überhaupt? Wo haben wir denn, wer hat denn den 7-Jahres-Vertrag bei uns? Ich glaube Pirlo, wo haben wir denn Pirlo? Wir sortieren das Ganze mal nach Buchstaben, dann sollten wir hier nämlich Pirlo haben und der möchte anscheinend nach 7 Jahren immer noch nicht aufhören. Mal gucken, was bei ihm noch passiert, aber das ist auf jeden Fall das. Es läuft kein Vertrag jetzt aus, aber wir werden trotzdem die ganzen Spieler verlieren, weil sie ihre Karriere beenden werden. Wir können das Ganze mal schauen. Ich werde jetzt einmal über den Sommer hinweg simulieren. Wir sind jetzt gleich am 31. Juni angekommen. Ihr könnt mir übrigens, weil ich jetzt langsam so ein bisschen mit meinem Latein am Ende bin, weitere Vorschläge, was man im Karrieremodus so testen kann, in die Kommentare schreiben und was euch einfach so interessiert. Falls ihr da irgendwas Cooles seht, lasst auf jeden Fall ein Like da, denn jetzt langsam gehen mir so ein bisschen die Ideen aus, aber ihr habt meistens noch Ideen am Start. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt und dann gehen wir jetzt rein in die große Simulation und sehen uns nach dem Sommer wieder. Gut, nochmal ein kurzes Update reingeschoben und zwar habe ich das jetzt gerade eben schon mal über den Sommer durchsimuliert und da sind die Leihen danach auch beendet worden und somit hatten wir genau 18 Spieler und irgendwelche Spieler haben uns verlassen. Hier seht ihr nochmal, die Spieler schreiben wirklich Karriereende nach Vertrag, das bedeutet nicht nach dieser Saison, sondern wenn der Vertrag abläuft und eigentlich sollte kein einziger Vertrag jetzt in einem Monat ablaufen, das bedeutet eigentlich
zweimal. Das bedeutet, alle Spieler sollten noch in unserem Kader sein. Wir sollten hier noch, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Ich glaube, hier sind es 18. 18 plus 3, also 21 Spieler haben. Plus 2 Spieler, die von der Leihe zurückkommen. Aber die sollten komplett unwichtig sein. Also wir sollten insgesamt 23 Spieler gleich haben, nachdem wir das ganze Kalender simuliert haben. Wir probieren es aus. Ich weiß nicht, warum es nicht klappt, warum die Spieler dann schon ihre Karriere beenden, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt über den Sommer hinweg simuliere, verlieren wir leider irgendwie Spieler. Wir können uns das Ganze jetzt gleich nochmal anschauen und ich weiß auch nicht, ob es ein Bug ist oder ob das einfach so gewollt ist, dass die Spieler dann so alt sind, dass sie doch irgendwie einfach aufhören. Aber gut, wir schauen uns das Ganze an und sehen uns am 1. Juli wieder. Gut, jetzt haben wir die Saison erneut abgeschlossen und wie ich gerade eben gesagt habe, sollten jetzt eigentlich alle Spieler noch in unserem Verein sein. Ich schaue jetzt gerade mal kurz die Startelf an. Ja, Casillas ist immer noch rechter Verteidiger, aber wir schauen uns mal die Bank an, denn hier sind doch ein paar neue Spieler, wie immer, aus dem asiatischen Bereich. Wir haben hier jetzt zum ersten einen aus China, der aber gut auf allen Positionen spielen kann, also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wie gesagt, eigentlich sollte uns kein Spieler verlassen, aber wenn uns Spieler verlassen, dann werden die anscheinend wieder durch ganz normale Random-Spieler, sage ich mal, aufgefüllt. Und ihr seht hier, das sind diese beiden Spieler, ich glaube beide aus China wahrscheinlich, das wollte ich jetzt nicht machen, aber ich denke mal beide aus China, wir können uns gleich nochmal die Verträge angucken, aber normalerweise, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, welche Spieler von uns fehlen, wir können uns das vielleicht gleich nochmal hier in der Übersicht angucken, ich sehe Totti noch, ich sehe Pizarro noch, wir haben Basakli noch drin, welcher Innenverteidiger war vorhin noch verletzt, das ist jetzt die Frage, denn der ist auf jeden Fall nicht mehr da, wir haben Luisao, der fehlt zum Beispiel. Da, nee, der ist Linksverteidiger jetzt. Oh mein Gott, wer fehlt denn? Das ist jetzt die Frage. Ich schaue einmal kurz nach, wer fehlt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich habe, glaube ich, gerade einen Spieler gefunden, der uns verlassen hat, obwohl er eigentlich noch einen Vertrag hätte. Und zwar der russische Innenverteidiger Ignashevich, wenn er so ausgesprochen wird. Wie gesagt, Russisch kann ich leider nicht. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken, was mit dem los ist. Hat er wirklich seine Karriere beendet? Oder ist er einfach vertraglos? Weil das wird noch weniger Sinn machen, denn er hatte eigentlich noch einen Vertrag bei uns. Wir müssen, wie gesagt, auch genau schauen, wie er geschrieben wird. Aber ihr seht, er ist nicht mehr in der Karriere vorhanden. Ich schaue jetzt gerade nochmal rein, ob ich vielleicht einen Schreibfehler habe. Aber das habe ich auch nicht. So, mit können wir sagen, die Spieler beenden einfach ihre Karriere, obwohl sie eigentlich noch Verträge bei uns haben. Ich bin ja gespannt, wie lange... Warte mal kurz. Wo sind die ganzen Verträge hin? Pirlo hat eigentlich noch einen 7-Jahres-Vertrag oder sowas. Und anscheinend möchte er auch nicht mal so lange spielen. Wir können mal gucken, ob bei Pirlo jetzt steht, beendet nach dieser Saison seine Karriere. Karriereende nach Vertrag, beendet nach Saisonende seine Karriere. Ich glaube es nicht. Das heißt, wenn da steht Karriereende nach Vertrag, beenden sie direkt in diesem Jahr bei Vertragsende bzw. bei Nicht-Vertragsende, sondern einfach nur, wenn diese Saison beendet wird, ihre Karriere. Das bedeutet... Ihr habt es gerade gesehen, wir hatten ein paar Spieler, die ihre Karriere beendet haben und ja, die werden einfach durch irgendwelche Spieler aufgefüllt, die im asiatischen Raum spielen. Das ist meistens so, vielleicht manchmal noch südamerikanischen Raum. Ich weiß nicht, ob da auch der afrikanische Raum manchmal mit bei ist. Bisher hatte ich nur den südamerikanischen und den asiatischen Raum, meistens durch Chinesen, denke ich mal. Das ist so der Hauptteil, wodurch die meistens aufgefüllt werden. Ich weiß auch nicht, wo da das Prinzip ist, welche Spieler da jetzt genau reinkommen, ob die jetzt auch bei irgendeinem Verein spielen oder ob das einfach vertraglose Spieler sind. Das ist meistens so. Aber gut, ich denke mal, ihr habt einigermaßen verstanden, was passiert, wenn ihr zu wenig Spieler habt, aufgrund, dass zu viele Spieler ihre Karriere beenden. Das ist dann auf jeden Fall der Fall. Es wird einfach wieder irgendein random Spieler in den Verein kommen. Also ihr müsst am besten, sofern ein Vertrag auslaufen sollte, oder beziehungsweise sofern ein Spieler seine Karriere beenden sollte, davor irgendeinen Spieler holen, damit ihr nicht diese random Spieler bekommt. Das einzig Gute ist... Die sind kostenlos und die haben natürlich auch einen Marktwert. Vielleicht könnt ihr die verkaufen und könnt dadurch irgendwie Gewinn erwirtschaften. Keine Ahnung, aber das ist so die einzige Idee, die man damit machen kann. Sonst sind die Spieler meiner Meinung nach völlig sinnlos, weil sie meistens viel zu alt sind, sich nicht mehr entwickeln können und auch nicht so stark sind, dass die irgendwelche Einsätze bekommen. Aber ihr könnt selber entscheiden, was ihr denn letztendlich macht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen durcheinander war durch die ganzen Vorschritte und dann wieder die Schritte zurück. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir 500 Likes und schaut in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche geilen Ideen findet, was man im nächsten Video machen kann. Ich habe schon gesehen, irgendein komplettes Torwartteam. Das wird dann wahrscheinlich mal morgen oder sowas kommen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich morgen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.